Lieber Vermis, wenn du dir das Video von unserem Kanal angeguckt hast, dann würdest du verstehen, dass mit OMS es uns eigentlich um das Cobweb-Emoji geht. Komm jetzt nicht wieder mit Vira, du Legende. Deutsch ist jetzt nicht so gut, aber gut. Mach doch einfach ein Video, wo du nur mit Optifine spielst und dann genauso ein Emoji nochmal machst. Übrigens, wer nicht versteht, wieso er schreibt, komm nicht mit Vira, du Legende, weil Vira genau dasselbe Mal mit CW-Clips passiert ist. Und was ein Zufall, hat er auch gezoomt und ich kann euch jetzt noch hier genau nochmal so ein MLG zeigen. Und oh Gott, Alter, eigentlich schon traurig, dass ich jetzt für so ein lächerliches und schlechtes Bastard-Video von Possible zwei Statement-Videos machen muss. Gott, Alter, RIP, BW-Szene. Ja, war das auch Auto-MLG? Bra, Alter. Oh, Digga, Possible ist echt dumm as fuck. Also jetzt mal so no hate, aber wie kann man nur sowas einfach denken, Alter? Es liegt ja bestimmt nicht daran, also liegt es ja bestimmt nicht, dass die Gehbewegungen an sind, man zoomt und dabei auch noch nach hinten geht mit einem FOV von Craig Pro. Liegt bestimmt auch nicht daran, dass man dann zoomt und so nach hinten geht. Das war bestimmt, das war Auto-MLG. Also es gibt keine mögliche andere Erklärung. Genauso wie mit Autoklicker. Ich meine, ich place das Web und man hört den Klicksound nicht. Ist bestimmt kein Noise Gate. Ist bestimmt nicht, wie JS in dem Video erklärt hat, dass man danach auch Linksklick direkt nicht gehört hat. Was ein Zufall. Dann habe ich bestimmt auch linken Autoklicker, aber ich habe das Web abgebaut. Trotzdem egal, alles Autoklicker. Alles Hacks und sowas ist echt komplett unnötig. Was es da Possible gebracht hat. Also, ihr könnt ja mal JS Video angucken, dort hat er eigentlich das mit dem Hit und das MG machen relativ gut erklärt, was halt ein Noise Gate ist. Ich würde euch mal empfehlen, also den Possible Clan, dass ihr es auch mal vielleicht googeln, was ein Noise Gate ist. Und ich habe das hier übrigens beim ersten, zweiten, dritten, vierten, beim fünften Versuch schon geschafft. Und ja, von daher finde ich es einfach extrem so unnötig, was da Possible machen will. Und dann, weißt du, JS erklärt den Hit. JS erklärt beim MLG machen, dass man da mit Noise Gate nicht den rechten Klick hat. Warte mal. Ach man, ich muss mir jetzt immer wieder mein Auto-MLG holen. By the way, sollte man den jetzt gehört haben, weil ich geredet habe. Ich kann jetzt mal ganz ruhig sein. Ich weiß nicht, ob man den jetzt gehört hat. Auf jeden Fall hört man im Video auch direkt danach keinen Linksklick. Das, wie ich das Web abbaue mit Linksklick, hört man direkt danach auch nicht. Und wow, das ist dann bestimmt Autoklicker. Es ist nicht irgendwie Noise Gate oder sowas. Und sowas fuckt extrem dazu. Ja, man hat den Klick nicht gehört, also Save Auto MLG. Vor allem, ich baue danach das Web ab, hört man den linken Klick auch nicht. Oh, bestimmt auch Autoklicker. Ja, deswegen baue ich das Web auch komplett ab. Ey, ist solche Leute wie Possible fucken einfach extrem ab, die irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen wollen und einfach nur ein Video angucken, um irgendeinen zu basten oder ähnliches. Und dann sagt dieser Possible mir immer noch so eiskalt, ja, also guckst du dir deine Videos nicht an, bevor du sie hochlädst. Junge, ich gucke mir jedes Video, wenn ich es fertig geschnitten habe, komplett einmal an, ob ich da irgendwie einen Cut-Fehler habe, dass der irgendwie Blackscreen ist, weil ich schon mal so einen 7 Minuten CW-Clip hatte, wo aus Versehen die letzten 4 Minuten Blackscreen waren. Ich achte doch nicht darauf, ob da irgendwie Hacks sind, weil ich weiß, dass ich legit bin. Da muss ich doch nicht irgendwie darauf achten, ob ich da irgendwie Hacks oder so habe, lol. Wenn ich weiß, dass ich legit bin. Also, what the fuck? Diese Argumentation ist einfach so sinnlos. Und ich kann euch auch nochmal JS-Video verlinken, das Video von JS verlinken, wo es auch relativ gut erklärt. Ja, wie das dazu halt ist. Und wenn ich jetzt rede, sollte man eigentlich den Klick gehört haben. Da hat das auch eigentlich relativ gut erklärt. Und ja. Und Possible hat sich tatsächlich darüber beschwert, wie ich einen Screenshot von ihnen eingeblendet habe, dass ich ihr Video nicht verlinkt habe. Junge, wieso sollte ich so ein lächerliches Basti-Video verlinken, ey? Vor allem, wenn ich dann nicht mal irgendeine Szene rausgenommen habe, sondern du in eurem Video, oder ihr in eurem Video lediglich meine Szene gezeigt habt. Und das aus meinem Video, und da habt ihr ja wohl auch nicht nachgefragt oder ähnliches. Also von daher, und ich habe nur einen Screenshot von eurem Video verwendet und nicht Videomaterial, was scheißegal wäre, weil das Videomaterial in diesem Video ist von mir. Also wieso sollte ich euch da verlinken, what the fuck? Und ja, das war nicht dazu, Possible Clan. Ich weiß, ihr seid salty, weil ich damals euren, wie ist der, King Fabi, glaube ich, gebastelt habe. Und übrigens, wer da glaubt, dass Legit war mit der 6 Block Range, er kam danach auch zu uns TS, hat gesagt, yo, sorry,
Ich hatte wirklich an und ETC hat sich da auch entschuldigt, dann so, ja, aber kannst du bitte das Video jetzt nicht possible klaren, was denn? Dann denke ich mir so, Junge, ich war bei euch TS, ihr habt null Einsicht gezeigt. Ich habe gesagt, ja, ihr werdet ja sehen, ob er gebannt wird oder nicht. Dann so, ja, bann mich, richtig provokant. Und dann am Ende wollen sich dann so ausreden. Und das finde ich halt ein bisschen lächerlich, dass sie am Anfang keine Einsicht gezeigt haben, sondern sich darüber lustig gemacht haben, dass er angeblich hacken sollte. Nachher hat er gehackt, er hat zugegeben, plus er wurde gebannt. Und dann auf einmal kommt mit, auch bitte, nenn das Video doch nicht possible busted. Ist doch nur ein Member, ja, aber wir hinter dem gestanden haben und gesagt haben, nee, ist legit. Ah ja, bann ihn doch und sowas. Und dann denke ich mir, allein für diese Provokation nenne ich das Video doch nicht um, Mann. What the fuck? Und ja, man sei auf jeden Fall, Auto-Emoji ist da und das Traurige finde ich noch, wie ich darüber geredet habe. Und JS das ja auch schon in seinem Video erklärt hat mit dem Hit. Und dass man den Klick wegen dem Noise Gate nicht hört, was ich eigentlich schon ein bisschen lächerlich finde, dass man das heutzutage noch erklären muss, sowas. Aber gut. Und dann kommen sie noch an. Ja, und wieder war das mit Auto-MLG. Wie ist das? Und Junge, dann kommen sie mit, mach es in der kompletten Vanilla-Version. Wie soll ich es in der Vanilla-Version machen, wenn man dazu zoomen muss mit Optifine? Ich meine, what the fuck? Und als ob ich mir jetzt für so eine Scheiße, wie eure lächerliches Bastelvideo, noch eine Optifine-Version runterlade. Oder noch irgendeine Scheiße. Ist ja, wird ja noch besser, ne? Also, dieser Possible-Clan ist echt der größte Ranz. Keine Ahnung, was das für ein Clan ist, Mann. Und das Sinnlose finde ich immer noch, wieso sollte man Auto-MLG? Ich meine, what the fuck, One-Click ist MLG ist halt einfach so einfach. Oder mit Butterfly oder irgendwas, ist halt eigentlich so einfach. Und wieso sollte man sich Auto-MLG downloaden? Ich meine, what the fuck? Ich glaube hier diesen Possible-Clan eh nicht. Die sind so salty, weil ich ihren Member damals bannen lassen habe. Und das Video dann Possible Clan Busted heißt, aus den Gründen, die ich ja schon genannt habe. Und jetzt wollen sie so richtig so eine Salty-Aktion machen oder einfach so, ja, du hackst und sowas. Dann denke ich mir, Junge, komm, Alter, halt doch einfach mal die Fresse. So, und ich kann euch das noch hier mal erst mal zeigen. Und zwar so. Hier wird das Web geplaced. Wir sehen, ich hier auf dem Blog, wie das Web geplaced wird. Warte. Nochmal zurück. So, wir sehen hier, ich aim hier hin, aber das aim noch hier hin. Woran liegt das wohl? Jetzt gucken wir jetzt hier. Noch ein weiter. Hier wird das Web geplaced. Da wurde ich eigentlich ja noch. Hier hin. Und hier wird dann das Web geplaced. Liegt bestimmt nicht daran, dass man mit S nach hinten gelaufen ist, dabei gezoomt hat und Gehbewegung anhat. Liegt bestimmt nicht daran. So, ich kann euch das zeigen. So. Um das noch einmal kurz zu zeigen. Hier gucke ich rauf. Hier wird es aber noch angezeigt, dass man rauf guckt. So. Das liegt daran, da Minecraft das nicht so schnell übernehmen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach hinten laufe, dabei noch zoome und noch Gehbewegung anhab, dann können die 20 Ticks das auch nicht mehr regeln, wenn man so nach hinten läuft. Und es wird versetzt geplaced. Oh, und diese Possible Member, ey, die nerven. Keine Ahnung, was mit denen falsch ist. Oh, aber da sah man ja, wie krass das Auto-Emoji war. Ich meine, Client in der Beschreibung auf jeden Fall, wer den haben will, einfach nur anschreiben, dann kriegt ihr den for free und oh, Junge, possible, ey. Ja, das liegt vielleicht gar nicht daran, dass man mit S nach hinten geht, dann auch dabei zoomt und noch Gehbewegung anhat und man deswegen so schnell nach hinten geht, dass Minecraft das gar nicht richtig übernehmen kann. Nein, das liegt ja an Auto-Emoji. Oh Gott, und ich glaube, ich weiß nicht, was possible jetzt noch für ein Problem hat, was sie jetzt noch sagen wollen. Meines Erachtens nach ist dieses Bastelvideo einfach komplett lächerlich. Und ja, wie gesagt, in der Beschreibung ist noch das Video von JS. Das hat das auch ganz gut erklärt. Ich habe auch eine 45-minütige PÜ mit JS gemacht. Die wollte ja eigentlich hochladen. Keine Ahnung, wieso die immer noch nicht hochgeladen ist. Egal. Auf jeden Fall ist in der Beschreibung noch das Video von JS verlinkt, wo er auch sagt, dass es legit ist. Und ja, dieser Possible Clan. Besucht man lieber wieder King Fabi. Ich kann euch das King Fabi Bastard Video auch nochmal gerne in der Beschreibung verlinken. Also in der Beschreibung ist das JS Video und das King Fabi Bastard Video und dieses Possible Bastard Video werde ich auf jeden Fall nicht verlinken. weil sich letztens schon beschwert haben, Junge, ihr zeigt einfach eine Szene aus meinem Video. Wieso sollte ich euch dann dafür verlinken? Ich meine, what the fuck, als ob ich euch dafür jetzt. Ah, ich kapiere das nicht. So, wer es sich unbedingt angucken will, dieses Possible Bastard Video, damit er auch weiß, worum es geht. Muss man eigentlich nicht, man kann auch gleich das JS-Video angucken, da dort das Possible-Video anguckt und dann kann man auch diesen, alles klar, gefällt, und dann kann man auch gleich diesen Zwischenschritt überspringen, dass man sich das Possible-Video anguckt, also, ja, das einmal dazu, also Auto-MG ist da, Client in der Beschreibung, Hustus, Spaß, Fun, yay, und RIP.
Oh, possible. Ah, Mann, ey.